3. Der Abschluss muss sein, wie bei jedem guten Theaterstück. Über Haushaltspapieren, über Summen, da ist wenig Poesie und wenig Kunst. Wir haben aber oft das Gefühl, dass wir die Sehnsucht nach Sinn und die Erzeugung von Sinn an Sie alle und an euch irgendwie delegiert haben. Aber ich habe das Gefühl, dass da etwas schief ist. Denn so wichtig diese Sinnproduktion ist, es kann ja nicht richtig sein, dass wir Sinn delegieren unter miserablen Arbeitsbedingungen sozusagen mit Werkverträgen und Zeitarbeit. Insofern mein Appell hier bei solchen Versammlungen, nervt mich weiter, sorgt weiter dafür, dass ich unzufrieden bin und erinnert mich an diese Bedingung. Denn, schauen wir aufs Grundgesetz, da steht doch in Artikel 1, die Würde des Menschen ist unantastbar und wir wissen alle, ich erinnere an Szene 1, sie wird tagtäglich angetastet. Da steht übrigens, die Würde des Menschen ist unantastbar, nicht die Würde des Mannes, auch nicht die Würde des Deutschen. Also, seid unbequem, seid maßlos in euren Forderungen, aber auch in eurem gelegentlichen heiligen Zorn gegen Politiker wie mich, auch womöglich in der Liebe zu Politikern wie mir. Das darf sein. Fragt nach den zum Teil katastrophalen Arbeitsbedingungen. Fragt nach Sachen und Dingen der Arbeitslosenversicherung, der Altersabsicherung. Fragen wie ALG 1 weist darauf hin, unter welchen Bedingungen Künstlerinnen und Künstler, Kulturschaffende heute arbeiten. Guckt genau, wie erwähnt, in den Koalitionsvertrag und fragt ganz ernsthaft uns, ob wir die Stärkung der Bundeskulturfonds, beispielsweise so des Fonds für darstellende Künste, auch umsetzen. Ob das auch entsprechend mit Haushaltsmitteln unterlegt wird. All das sind notwendige und es sind richtige und wichtige Fragen, die gestellt werden müssen und die wir uns auch zu stellen haben. Die Lage ist nämlich ernst. Szene 3. Der Abschluss muss sein, wie bei jedem guten Theaterstück. Dieses syrische Ehepaar hat die Pforte überschritten. Und es hat ein paar Monate lang, manchmal 7, 8 Stunden lang, mit Regisseurin, Schauspielern, Requisite, mit allen zusammen geprobt und gearbeitet an der Aufführung dieses Stückes. Nicht als Sozialtherapie, nicht als kulturelle Bildung, sondern sie haben gespielt um ihr Leben. Und vor Gericht hat diese Aktion, ihre Teilnahme, wesentlich dazu beigetragen, dass sie nicht abgeschoben wurden und dass sie hier in Deutschland einigermaßen sicher leben können. Ja, meine Lieben, Kultur und Kunst retten Leben, Kunst ist Leben und dafür danke ich euch.